Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich habe eine neue VS Code Erweiterung geschrieben, die sich vor allem an Anfänger in der C und C++ Programmierung richtet. In vielen IDEs, die man am Anfang so empfohlen bekommt im ersten Semester, und bei mir war es damals CodeBlock, ist es ja so, dass man eigentlich per Knopfdruck seinen Code kompilieren und ausführen und debuggen kann. Jetzt im VS Code gibt es so eine Option per Default ja nicht, sondern da müsste man sich ja mit dem Compiler ein bisschen beschäftigen und seinen Code selber kompilieren und die Exe selber ausführen und so weiter und so fort. Was ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt wirklich schwierig ist, aber für Anfänger am Anfang vielleicht auch ein bisschen zu viel ist, weil die müssen sich ja auch erstmal an diese nicht allzu einfache Programmiersprache gewöhnen und dann kommt noch sowas wie ein Compiler dazu. Und da wäre es ja ganz cool, wenn man auch in VS Code per Knopfdruck, sage ich mal, seinen Code kompilieren und ausführen kann und debuggen kann und so weiter und so fort. Ja, in so Anfänger-IDEs wie CodeBlock gibt es das ja. Oder auch zum Beispiel in den normalen Visual Studio, was es ja jetzt für Windows nur gibt, zumindest für C, C++, geht das ja auch hier, dass man sagt, okay, ich wähle mein Projekt aus, da liegt mein Code drin. Ich kann hier Debug Release auswählen, 32, 64 Bit. Und dann drücke ich einfach F5 oder ich klicke hier auf diesen grünen Pfeil oben. Und dann würde mein Code kompiliert und ausgeführt werden. Das ist ja relativ handy, sage ich mal, weil man da sich nicht allzu viel mit dem Compiler und dem Linker und so weiter beschäftigen muss. Wie gesagt, in VS Code selber gibt es das nicht. Und genau deswegen habe ich jetzt diese Erweiterung geschrieben und werde die in Zukunft natürlich noch weiter programmieren, wenn ihr Wünsche habt. Oder wenn irgendwo Probleme auftreten, natürlich auch. Also die Erweiterung habe ich jetzt erstmal C++ Runner genannt. Ich habe dann auch, wenn ihr die gleich installiert, oder ich würde mich freuen, wenn ihr die installiert, könnt ihr mal hier in dem Extensions-Suchfeld einfach Franek eingeben. Dann seht ihr alle meine Erweiterungen, beziehungsweise ihr könnt auch einfach C++ Runner eingeben. Da seht ihr auch nochmal die ganze Beschreibung zu der Extension. Es gibt eine kleine GIF und wie die funktioniert. Aber ich werde das jetzt auch nochmal zeigen in dem Video. Dafür ist das Video ja auch da. So, das heißt, wenn ich mal kurz eine VS Code Instanz starte, in der die Erweiterung installiert ist, kann ich mal zeigen, wie das funktioniert. Also zuallererst, ich habe jetzt hier einfach nur eine C-Datei, kann auch eine CPP-Datei sein und möchte die jetzt irgendwie kompilieren. Ich habe hier ein bisschen Beispielcode, ich will die auch gleich debuggen. Dann seht ihr hier unten, dass wir jetzt eine Auswahl haben, welchen Ordner wir wählen wollen fürs Kompilieren. Das heißt, diese Auswahl hier unten in der blauen Leiste unten links, Select Folder, wenn ihr darauf klickt, seht ihr jetzt hier ein Dropdown-Fenster mit allen Ordnern und Unterordnern von dem Workspace, das ihr gerade geöffnet habt. Da ich jetzt hier keine Unterordner habe, sehen wir nur den Namen vom Ordner selber, den ich mit VS Code geöffnet habe. Das wäre VS Code Test. Dann wähle ich den aus. Dann sehen wir auch hier unten, der wurde ausgewählt. Rechts daneben haben wir jetzt die Auswahl, wenn ich darauf klicke, ob wir jetzt einen Debug oder Release kompilieren wollen. Und der Compiler jetzt hier, GCC-Compiler, kann nur 64-Bit in meinem Fall. Das heißt, ich sage zum Beispiel jetzt hier Debug x64, also 64-Bit, dann sehen wir das auch hier unten zur Auswahl. Und dann haben wir jetzt dieses Zahnrad, den Play-Button, den Käfer und den Papierkorb. Das sind jetzt die vier Aktionen, die wir ausführen können. Das Zahnrad würde den Code kompilieren zu einer Exe oder zu einem binären Programm so gesehen. Der Play-Button würde dann diese Exe ausführen, sofern sie vorliegt. Ansonsten kann die natürlich nicht ausgeführt werden. Dann der Käfer würde das Debugging für diese Exe starten. Und der Papierkorb, das zeige ich gleich, was er macht. Wenn man jetzt nicht auf diese kleinen Icons da unten klicken will, habe ich auch noch einen Tastenkürzel hinzugefügt, nämlich STRG SHIFT R. Dann seht ihr jetzt erstmal, okay, wir haben jetzt nur zur Auswahl den Build-Task, weil die anderen Tasks, also das Ausführen und so, kann ja noch nicht ausgeführt werden, wenn keine Exe vorliegt, wie ich gerade gesagt habe. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal den Build-Task auswählen, sehen wir hier, dass das Kompilieren gestartet wurde, automatisch. Ja, das muss euch jetzt erstmal nichts sagen, aber hier sehen wir zum Beispiel die ganzen Compiler-Arguments. Und dann sehen wir jetzt, hier wurde ein Build-Ordner erstellt. Und in dem liegt ein Debug-Ordner und dort drin liegt jetzt eine Exe. Und diese Exe kann man jetzt ausführen. Das ist jetzt das ausführbare Programm von diesem Code. Das könnt ihr jetzt halt entweder unten über diesen Play-Button machen oder ihr drückt wieder STRG-SHIFT-R und seht jetzt hier den Run-Eintrag. Bei Run würde die Exe ausgeführt werden. Dann sehen wir jetzt,
wenn was in der Konsole ausgegeben werden soll vom Programm, sehen wir diese Konsolenausgabe zum Beispiel. Wenn man seinen Code jetzt debuggen will, kann man halt hier unten auf den Käfer klicken oder halt wieder hier mit diesem Tastenkürzel geht man auf Debug. Dann würde hier automatisch der Debugger gestartet werden. Ich habe jetzt zum Beispiel hier in Zeile 6 einen Breakpoint und der würde auch hier pausieren. Und dann kann ich hier durch den Code durchstemmen. Ja. Dann der letzte Task war ja, dass er mit diesem Papierkorb bzw. in dieser Dropdown-Auswahl hieß das ja Clean. Was macht das? Naja, wenn ihr jetzt euer Programm kompiliert, werden so Object-Dateien erstellt. Das sind so .o-Dateien. Und die werden am Ende, wenn es mehrere gibt, zusammengefügt zu einer Exe. Das macht der Linker dann. Aber ich will jetzt nicht zu spezifisch werden. Dafür ist die Erweiterung ja da, dass ihr euch jetzt erstmal nicht allzu intensiv damit beschäftigen müsst. Oder selbst wenn ihr das wisst, was ein Compiler und ein Linker macht, ist diese Erweiterung ja trotzdem praktisch, weil man sich um diesen ganzen Mist nicht kümmern muss. Trotzdem praktisch, ja. Wenn ich jetzt auf den Papierkorb klicke, würde er alle .o-Dateien löschen, weil es kann sein, dass der Ordner ein bisschen, ich nenne es mal vollmüllt, dass da irgendwie 20 O-Dateien sind. Wenn man die nicht haben will, kann man einfach hier auf den Papierkorb klicken und da würde alle O-Dateien da löschen. Muss man aber nicht. Ja, wenn wir jetzt nochmal im Release zum Beispiel kompilieren wollen, klicke ich hier unten auf ja, Debug. Wo, da steht gerade Debug. Wenn ich draufklicke, kriege ich wieder dieses Dropdown-Menü. Gehe auf Release. Wenn ich jetzt auf das Zahnrad gehe, also auf Compilen, sehen wir auch hier, also für die Leute, die es wissen, ich kompiliere jetzt hier mit O3, also die höchste Optimierungsstufe, was dann so gesehen ein Release-Build wäre und kann die Exe auch ausführen. Das heißt, jetzt habe ich ja gerade den Release kompiliert. Das heißt, er hat jetzt hier im Build-Ordner einen Release-Unterordner erstellt. Das heißt, hier wird auch immer, oder hier sieht man auch immer, welche Exe jetzt zum Debug-Build und zum Release-Build gehört. Das ist sehr ähnlich zu dem Vorgehen von Visual Studio selber. Da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert, denn wenn man das jetzt hier in Debug oder Release kompiliert, kann ich auch nochmal kurz in Release machen, würde jetzt unter der Haube, wo auch immer jetzt euer Projekt liegt, kann ich ja mal kurz öffnen den Pfad, auch hier so einen Debug- oder Release-Ordner anlegen. Und dort drin würde dann die jeweilige Exe liegen. Also ich habe mich da ein bisschen dran orientiert. Ist eigentlich ganz nice. Und wenn man das jetzt in x64 kompiliert, also 64-Bit, haben jetzt die da auch nochmal eine Unterteilung gemacht. Das hatte ich jetzt nicht, ja. Aber ich finde das schon ganz praktisch, diese Erweiterung, dass man das jetzt ja durch ein paar Tastendrücke sich schön kompilieren kann. Ja, das heißt, wenn ihr einfach hier bei den Extensions in dem Suchfeld Franek eingibt, findet ihr die Erweiterung, könnt die installieren und ausprobieren. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr einfach bei dem GitHub Repository, da könnt ihr einfach hier auf Repository klicken, könnt ihr ja ein Issue stellen, also ein Problem stellen. Ja, bei New Issue beschreibt ihr einfach, was genau das Problem ist und dann schaue ich mir das an. Und ja, das war jetzt die Vorstellung von der Erweiterung, die ist auch vom Code relativ umfangreich, nenne ich es mal. Ja, hab damit jetzt noch mal ein bisschen weiter TypeScript gelernt. Habt ihr in den Streams vielleicht gesehen. Ansonsten guckt mal in die Videobeschreibung. Ich habe immer, wenn ich dran gearbeitet habe, oder meistens, habe ich das auch gelivestreamt. Gut, das wäre es dann für dieses Video. Das heißt, ladet euch die runter, schaut euch das an, schreibt mal einen Kommentar, wie ihr die Idee findet. Und wenn ihr C oder C++ lernen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Link zu meinen Udemy-Kursen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut da rein. Ciao.